Urdhva Konasana ist die obere Winkelstellung. Konasana bedeutet oft, die Beine zu spreizen oder auch die Grätsche. So kann man sagen, Urdhva Konasana ist die obere Grätsche. Es gibt mehrere Asanas, aus denen heraus du Urdhva Konasana üben kannst. Urdhva Konasana aus dem Kopfstand. Komme zu Shirshasana, zum Kopfstand. Wenn du im Kopfstand bist, dann spreize die Beine zur Seite. So bist du in Urdhva Konasana, also die Winkelhaltung im Kopfstand. Urdhva Konasana in Skorpion. Komme zum Skorpion und grätsche die Beine dabei auseinander. Das nennt sich auch Urdhva Kona Vrishchikasana. Du kannst dabei entweder aus dem Urdhva Kona Shirshasana dorthin kommen oder komme direkt zum Skorpion und aus dem Skorpion heraus grätsche die Beine leichter oder stärker auseinander. So bist du in Urdhva Konasana am Skorpion, auch genannt Urdhva Kona Vrishchikasana. Urdhva Konasana aus dem Schulterstand. Sicherlich die einfachste Weise, Urdhva Konasana zu üben, wäre, komme zum Schulterstand, Rücken unterstützt und zunächst die Beine gerade. Von hier spreize die Beine zur Seite. Und so bist du in Urdhva Konasana aus dem Schulterstand, auch genannt Urdhva Kona Sarvangasana. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir. Raffaela, Eduard hinter der Kamera und Zuckerdee von www.yoga-vidya.de wünschen dir viel Freude beim Yoga.